Hallöch meine Freunde, weiter geht's bei Let's Play Enigmatis 2, die Nebel von Ravenwood. Wir sind hier gerade bei der Seilbahn und gucken uns jetzt hier mal weiter um, was hier noch alles gibt. Ein robustes Werkzeug könnte das Glas zerbrechen. Wie wär's denn mit dem Beil? Bam! So. Was? Schwimmt da so rum? Vier Symbole, das bedeutet wohl, dass es auch vier Kabel geben sollte, aber dort ist nur eins und wir haben nur zwei von drei in der Tasche. Dann müssen wir erst nochmal eins suchen. Das Rahmenemblem, ja, haben wir auch gefunden. Da ist nur eins. Also das haben wir nicht gefunden, das hat uns der Gefangene gegeben. Eine Fahrkartenmaschine, gut, dass ich eine Fahrkarte habe, dann könnt ihr mal hier noch reinstecken. Die Maschine ist außer Betrieb. Naja, doof. Dann müssen wir wohl doch erstmal hier das Rätsel mit den Kabeln machen. Verbinde jedes Kabel mit einem Feld, um die Formen zu verschmelzen und so die festgelegte Form für die Farbe des jeweiligen Kabels zu finden, zu bilden. Was muss ich? Oh, das stimmt bereits, okay. Nochmal was, ich muss nochmal lesen. Verbinde jedes Kabel mit einem Feld, um die Formen zu verschmelzen und so die festgelegte Form für... Okay, okay, ich check's. So, das da zusammen ergibt dann... Das da, ja, das ist klar. Gelb braucht so ein Z. Nee, ist... Möchtest du das haben, oder? Ich kapier's gerade nicht. Warte mal. Ah ja, nee, 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 doch, stimmt, oder? Ah, genau, das ist gerade bloß so abgebildet, aber wir brauchen so etwas, so ein Ding. Das heißt, ich mache mal das Ding hier schnell weg, so, und tue es hier hin. Aber das stimmt nicht ganz mit dem Ding über, also machen wir so, oder? Nee, auch nicht. Dann. Warum ist es denn da so doof, dass da so ein Ding angezeigt wird? Keine Ahnung. Wir machen erstmal das andere grün. Da sieht dieses doch gut aus. Und dann dieses hier. Das haben wir schon mal. Okay, es muss leuchten. Das eine stimmt schon mal da. Dann brauchen wir noch. Nee. Gelb muss ja so ein Z sein. So. Und jetzt nur noch das hier. Das steckt da fest, also müssen wir dann noch einen Stab finden. Das ist ja Schwachsinn da. Das da. Helles Köpfchen. So. Auszeichnung freigeschaltet. Es funktioniert. Warum? Warte mal. Auszeichnung. Helles Köpfchen. Was ist das denn für eine Errungenschaft? Ersetze die Seilbahn in Gang. Was ist denn helles Köpfchen für eine Errungenschaft? Schließ ein Minispiel in unter einer Minute ab. Oh. Lege den Verdächtigen deine Ermittlung fest. Das ist was anderes. Das auch. Ein Körnchen Wahrheit. Hä, wo ist dann hier? Dings? Da. Nee. Auch nicht. Hä? Ah. Schließe vier Minispiele in Folge ohne vorzeitiges Lösen ab. Okay. Zurück. 26 fehlen uns immer noch, aber egal. So. Seilbahn Fahrkarte. Und dann geht's hier ab. Fahre mit der Seilbahn. Sag bloß, da kommt jetzt der Rabe. Oh oh. Schlechte Idee. I'm alive. But where am I? Looks like I lost a few of my heavier tools.
Something tells me this wasn't our last meeting. Oh, und Beweise sind jetzt abgeschlossen. Abseits der Spur. Momentan ist es unmöglich, zur Beweisübersicht zu gelangen. Okay. Im Inventar habe ich nur diese paar Sachen. In dem Frack gibt es so viel, woran ich mich schneiden könnte. Ich werde nicht dorthin zurückkehren. Steht hier noch irgendwas? Abseits der Spur. Die andere Seite. Haben wir das schon gelesen? Ich weiß nicht. Ich beobachtete, wie Wittmarsch vor dem Mammutbaum auf der anderen Parkseite diesen monströsen Raben herbeirief. Das macht ihn zum Hauptverdächtigen. Außerdem geschah dies direkt neben seinem Haus. Um sein Anwesen zu durchsuchen, muss ich erst auf die andere Seite des Tals gelangen. Er hat es herbeigerufen. Wittmarsch ist der Verdächtige. Sein Anwesen. Erreiche die andere Seite des Parks. Und abseits der Spur. Ich versuchte, mit der Seilbahn auf die andere Seite des Parks zu gelangen. Doch offensichtlich hatte mir die Bestie beobachtet und griff mich sofort an. Die Gondel stürzte ins Meer. Zum Glück war ich noch nicht so weit oben. Als ich aufwachte, war ich bereits an Land gespült. Ich muss in den Park zurückfinden. Zerstörtes Kabel. Finde in den Park zurück. Das Netz ist stark verknäult. Ich kann jedoch ein großes Stück davon abschneiden. Im Spachtel wahrscheinlich nicht. Das ist ein Stück Seil, aber... Oder nee, es ist gar kein Stück Seil, glaube ich. Zwischen den Klippen. Die Klippe. Zwischen die Klippe? Zwischen... Was für? Zwischen die Klippen. Ja. Stofffetzen bekommen wir da. Das ist noch ein Schmetterling, sehe ich. Ein altes Schloss, etwas Schwereres, sollte dies zerbrechen können. Eine Sackgasse. Es ist unmöglich, von dort nach oben zu gelangen. Die Windmühle. Ich muss noch immer im Park sein. Warte mal, kann ich damit jetzt vielleicht hier was nehmen? Sieht nicht so aus. So, okay, haben wir einfach die Scherbe zu einem kleinen Messer mit dem Tuch gemacht und bekommen ein Fischernetz. Können wir jetzt damit vielleicht was rausfischen? Nö, auch nicht. Da ist noch was, ah. Diese Bretter halten nur notdürftig. Ich kann sie trotzdem mit bloßen Händen nicht loslösen, ja. Doof. Interessante Idee, aber lass uns etwas anderes versuchen. Offenbar kann ich von dort nach oben klettern. Es geht alles nicht. Warum? Kannst du dich einfach mit dem Netz da runter gehen? Geht auch nicht. Das geht auch nicht, naja. Ich check grad nicht, was ich machen soll. Ich kann doch hier nichts anderes machen, oder? Oder gibt's noch irgendwas, wo ich noch draufklicken kann und ich kapiere es nicht? Nö, die kann ich auch nicht fangen. Warte mal, kann ich hier vielleicht... Nö, kann ich auch nichts machen. Da komme ich auch nicht mehr zurück. Du kannst aber mit dem Spachtel hier die ein paar
paar Nägel, die da noch drin stecken, noch rausmachen. Okay, da kommt auch nur dahin. Strand, da sind wir. Naja, ich würde sagen, wir gucken uns das dann in der nächsten Folge an. Furchterregend, zum Glück hat es mich nicht gesehen. Und dann sehen wir uns hoffentlich in den nächsten Folgen wieder, wo ich dann hoffentlich weiß, wie es hier weitergeht, ne? Ich weiß nicht, eigentlich. Naja, egal. Also, bis zur nächsten Folge. Bis dann.